Moin zusammen. Wochenende haben wir wieder. Dicht gemüllt von oben haben sie uns auch. Es ist dunkel wie im Sackwald. Hochnebel, letzten Tage schon. Naja, wir haben auch November. Allerdings für November ist es noch viel zu warm. Die Honigmann-Nachrichten vom 14. November 2014, Nummer 472. Warum? Magma steht sinnbildlich für das Blut und die Energie der Erde. Neben der zerstörerischen Kraft beim Austreten aus dem Erdinneren dient Lava den Geologen als wichtiger Bestandteil für Forschung. Besonders die Eigenschaften der Lavaablagerung dienen als wichtiger Indikator für geologische Bestimmung. Im Fall des Geologen Sagnotti vom National Institute of Geophysics and Volcanism in Rom entdeckte dieser Anzeichen für eine baldige Umkehrung der Erdpole. Ein Phänomen, das sich bereits in der erdgeschichtlichen Vergangenheit des Öfteren vollzogen hat. Sagnotti und Kollegen untersuchten die Ablagerung von Lava in Sulmona-Becken östlich von Rom. Die Gesteinsuntersuchungen zeigen nicht nur die Datierung der letzten Polumkehrung vor genau 786.000 Jahren, sondern auch die Umkehrung der Fließrichtung des Magmas innerhalb von gerade mal 100 Jahren. Ob die 786.000 Jahre nun so stimmen, vermag ich mal zu bezweifeln. Es gibt andere Untersuchungen, dass das erst vor 12.000 Jahren passiert ist. Frage noch dazu, wie lang war das Erdenjahr damals wirklich? Die Erde war kleiner, sie dehnt sich heute noch aus, also ist auch die Jahreszahl Zeit eine kürzere gewesen. Welt. Verkehrte Welt. Waren früher warme, schöne Tage ein Grund zur Freude, so werden sie heute zu Misstönen oder von Misstönen begleitet, als Menetekel einer anbahnenden Klimakatastrophe gesehen bzw. stilisiert. Früher wurden Eiszeiten oder Kaltzeiten als schlecht betrachtet, weil sie mit Ernterückgängen und Trockenheit verbunden sind, und Warmzeiten als segenreich betrachtet, weil sie in ihren kulturellen Entwicklungen die Menschheit beschleunigte. So wurden heute wärmere Zeiten als katastrophal bezeichnet. Fernab jeder Realität, denn Paläontologen haben nachgewiesen, dass es in den letzten 10.000 Jahren gleich mehrfach wärmer war als heute. Lassen wir uns die Freude an schönen warmen Wetter nicht von diesen Hohepriestern der selbsternannten Klimaretter vermiesen. Und es wird auf dem Gebiet enorm gelogen und Geld verdient, unser Geld, wird gleichmäßig eingesackt und verteilt. OPEC. Die Preise für Rohöl gehen immer weiter in den Keller. Dennoch ist es unwahrscheinlich, dass die OPEC ihre Ölproduktion drosseln wird. Die OPEC wird ihr nächstes Produktionstreffen am 27. November in Wien abhalten. Ali al-Omei, der Ölminister Kuwaits, sagte, dass bei diesem OPEC-Treffen nicht nur eine Drosselung der Ölproduktion oder dass er nicht damit rechne, eine Ölproduktionsdrosselung hervorzurufen. VSA Genf. Die VSA haben sich von den VN erneut zum Einsatz von Folter nach Terroranschlägen vom 11. September 2001 bekannt. Wir haben eine Grenze überschritten und übernehmen die Verantwortung, sagte VS-Regierungsberater McLeod am Mittwoch vor dem VN-Ausschuss gegen Folter im schweizerischen Genf. Sie äußerte sich vor allem aus 10 Mitgliedern bestehenden Gremium im Namen von Friedensnobelpreisträger Präsident Barack Obama. Infolge der 9/11-Anschläge sind wir unseren eigenen Werten bezüglich der Anerkennung, Förderung und Verteidigung von Menschenrechten bedauerlicherweise nicht immer treu geblieben, fügte sie hinzu. Was wäre eigentlich passiert, wenn man solche Frau, die dieses verkündet hat, oder andere Politiker auch mal gefoltert hätte? Was wäre dann passiert? Gar nichts? Oder wäre die Welt am Schreien gewesen, am Brüllen gewesen? Vor allen Dingen vor diesem 9/11, nach diesem 9/11-Fake. VSA. Die VSA haben sich für eine überaus fortschrittliche Nation, weltoffen, selbst der Gleichberechtigung von Mann und Frau sehr zugetan. Sie schützen dort ihren Frieden, das Recht, insbesondere aber die Freiheit ihrer Insassen, Bewohner, ziemlich radikal. Deswegen gibt es dort weltweit auch die höchste Inhaftierungsrate. Die USA haben mehr Frauen inhaftiert als alle BRICS-Staaten zusammen. eine Meisterleistung, rund 1/3 aller weiblicher Gefängnisinsassen auf diesem Planeten. Washington. Das Weiße Haus grübelt darüber, wie man mit den neuen Machtverhältnissen im Kongress umgehen soll. Nach den Zwischenwahlen halten die Republikaner die Mehrheit sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat inne. Die Republikaner konnten Präsident Obama einen neuen außerpolitischen Kurs aufzwingen, der zu einer weiteren Verschlechterung der Beziehung zu Russland führen wird. San Francisco Gaucha. Der Vorsitzende der Nationalen Indigenen Organisation Kolumbiens, ADIAS, hat erneut die direkte Teilnahme an den Friedensgesprächen zwischen Regierung und FARC-Guerillas gefordert. Die Auswirkung des bewaffneten Konflikts in den Gebieten der indigenen Gemeinschaften müsste berücksichtigt werden, so ADIAS. Santa Cruz. Forscher um den Archäologen Darakic haben im bolivianischen Amazonas eine kreisförmige dreistufige Pyramide mit einem Basisdurchmesser von etwa 180 und einer Höhe von etwa 14 Metern entdeckt. Laut Darakic macht ein Team von 6 Forschern in den letzten Wochen topografische Aufnahmen in Santa Cruz, fand dabei Beweise für die Existenz der Struktur. Israel. Die israelische Start-up hat ein medizinisches THC-Inhalator entwickelt. Das Gerät kann die Konzentration der Wirkstoffe so steuern, dass die rauschhafte Wirkung ausbleibt, die schmerztherapeutische Wirkung jedoch bleibt. Teheran. Der Sekretär der Obersten Nationalen Sicherheitsrates Iran hat bestätigt, dass VS-Präsident Obama einen Brief an Ayatollah Khamenei geschrieben hat. Afghanistan. Die VSA kämpfen kaum gegen den Drogenhandel am Hindukusch, weil es ihnen gewisse Vorteile bringt. Das ist ein Instrument, um auf eurasische Länder einschließlich Russland einzuwirken. Zu diesem Schluss gelangten russische Experten im Hinblick auf den jüngsten VN-Bericht, wonach Afghanistan im laufenden Jahr eine Rekordernte von Schlafmohn bekommt. Der russische General AD Garayev, einst Militärberater des afghanischen Präsidenten Najibullah, behauptete nun ohne Umschweife, VS-Piloten machen bei Drogentransporten mit. Es geht um ein Geschäft mit einem Umsatz von 50 Milliarden VS-Dollar jährlich. Sagen wir seit Jahren, es geht nur ums Opium und um andere Rauschgifte. Pakistan. Eine schwarze Woche für die christliche Minderheit im muslimischen Pakistan. Allein in den letzten Tagen wurden 3 Christen von fanatischen Moslems brutalst ermordet. Brutal ermordet heißt es richtig. Ein Ehepaar wurde in der Provinz Punjab von einem Mob totgeprügelt und anschließend verbrannt. Ein anderer Christ wurde von einem Polizeibeamten ermordet. Das mit den Polizeibeamten kommt uns doch irgendwo bekannt vor, oder? China. China hat rund 2 Dutzend uigurische muslimische Führer an den westlichen Regierung Xi'an wegen illegaler religiöser Aktivitäten verhaftet. Sie wurden in amerikanischen CIA-Trainingscamps ausgebildet. Die Amerikaner wollten sie im Falle eines Krieges mit China nutzen oder einfach nur um einen Terrorakt auszuführen. Der arabische Fernsehsender Al Jazeera berichtete, China sei sehr besorgt, dass die Staatsfeinde in Xinjiang Unterstützung von Islamisten aus Pakistan und Afghanistan erhalten. Der CIA finanzierte faktisch Dritte, die dabei halfen, die Uiguren zu trainieren. Australien. Angeblich kreuzen mehrere russische Kriegsschiffe vor der australischen Küste. Australische Zeitungen widmen den Schiffen ganze Seiten und zeigen Fotos von Putin in verschiedenen Uniformen. Auch die deutschen Mainstream-Medien sind in Alarmbereitschaft. Nochmal Australien und Russland. Moskau verbindet mit dem bevorstehenden G20-Treffen in Australien handfeste wirtschaftliche Interessen. Dazu gehört beispielsweise die Förderung von Wirtschaftswachstum durch Investitionen in die Infrastruktur. Der Ukraine-Konflikt soll hingegen nicht zum beherrschenden Thema werden. Wenn der G20-Treffen dort stattfindet, ist es doch auch logisch eigentlich, dass auch Abwehrmaßnahmen für Terrorakte geschaffen werden. Warum darf dann Russland dort keine Kriegsschiffe hin beordern. Die Amis sind doch längst da, die Engländer sind längst da und andere. Russland. Der Chef der staatlich-russischen Eisenbahngesellschaft, Yakunin, sagte, dass die russische Wirtschaft ohne Kredite von westlichen Banken nicht auskommen könne. Vor allem Europa als Partner sei unersetzlich für Russland, doch Washington wolle Europa und Russland zu Feinden machen. Da wird sich demnächst ganz etwas anderes auftun, auch in puncto geforderter bzw. benötigter Kredite für die russische Wirtschaft. Moskau, Ostukraine, OSZE. Moskau zweifelt laut Außenministersprecher Lukowitsch an der Objektivität der Sondermission der OSZE in der Ostukraine. Die OSZE-Beobachter werden aufgerufen, nicht weiter als Belastungszeugen aufzutreten. Donezbecken, OSZE. Der Leiter der parlamentarischen Ensemble, PA, der OSZE Kanerva übt Kritik an unzulässigen Einschränkungen, mit denen Beobachter der OSZE an der ukrainisch-russischen Grenze konfrontiert werden, teilte die Seite der Organisation mit. Falls den Beobachtern nicht erlaubt wird, die ihnen auferlegten Aufgaben außerordentlich und ordentlich zu erfüllen, so ergibt sich die Frage, ob es für sich überhaupt lohnt, sich damit noch zu befassen, führte der Chef der PA, der PACE, aus. PACE geschrieben. MH17. Die Aufklärung um die Absturzsache wird weiter verschleppt. Die Ermittlungen sollen nun bis August 2015 dauern. Die wichtigsten Fragen werden weiter verschleiert. Woher stammen die Einschusslöcher in der Maschine? Von einer Boden-Luftrakete oder der Kanone eines ukrainischen Kampfjets? Es wird auf allen Seiten gemauert und gebunkert, selbst von der holländischen Seite her. Kiew. Das Ukraine-Regime steht vor einer Mega-Finanzdebakel. Die diversen Reserven schmelzen wegen offener Gasrechnung der russischen Gazprom dahin. Dazu weitere finanzielle Belastungen durch den Bürgerkrieg im Osten und die anhaltende Misswirtschaft und Korruption zusätzlich. Das Regime unter Staatspräsident Poroschenko hofft offensichtlich weiterhin auf neue Kredite durch EU und IWF. Aus eigenem Antrieb ist man nicht mehr bereit und willens, die Staatsfinanzen und die Wirtschaft wieder flott zu machen. Vor allen Dingen das Gold, was sie hatten in Reserve, hat man ihnen gestohlen. Ist ja längst in Amerika oder aber auch von dort schon weitergegeben worden. Kiew. Wenn keine neuen ernsthaften Verhandlungen schnell eingeleitet werden, stehen die Zeichen auf Krieg. Der ukrainische Kriegsminister Poltorak hat die Streitkräfte bereits aufgefordert, sich wieder auf Kampfhandlungen einzustellen. Die militärischen Aktivitäten Russlands und der von Russland unterstützten sogenannten Terroristen würde dies erforderlich machen, angeblich. Naja. Brüssel, Ostukraine, Moskau. Die EU ist beabsichtigt, im Zusammenhang mit den in den selbsternannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk abgehaltenen Wahlen Sanktionen gegen 20 Politiker und Militärangehörige zu verabschieden. Moskau wertet den Verzicht auf Wirtschaftssanktionen als positives Signal. Niederlande, Ostukraine. Eine Gruppe niederländischer Gerichtsmediziner hat am Mittwoch an der Absturzstelle der MH17 weitere Leichenteile gefunden, teilte das niederländische Verteidigungsministerium nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP mit. Brüssel, Ukraine. Die EU hat 260 Millionen Euro als Finanzhilfe für die Ukraine freigegeben, hieß es am Mittwoch in einer Mitteilung der EU-Kommission. London. Die Londoner Denkfabrik European Leadership Network hat 40 Vorfälle der vergangenen 8 Monate dokumentiert, die sich zwischen der NATO und Russland abgespielt haben. Das Eskalationspotenzial dieser Vorfälle sei groß gewesen. Deshalb fordere die Denkfabrik die Einrichtung diplomatischer und militärischer Kanäle zwischen Russland und der NATO. Paris, Großbritannien, Irland. Französische Abgeordnete haben die Regierung in Paris dazu aufgefordert, Palästina als eigenständig und unabhängigen Staat anzuerkennen. Auch britische und irische Politiker haben ähnliche Aktionen gestartet. Frankreich. Basierend auf Daten, des internationalen Migrationsamtes, der VN, hat der amerikanische Think Tank Pew Research Center eine Studie veröffentlicht, die belegt, dass 2,78 Millionen Ausländer aus den Maghreb-Staaten, Algerien, Tunesien, Marokko, sich in der Zeit von 1990 bis 2013 legal oder illegal in Frankreich angesiedelt haben. Entspricht 37% sämtlicher Immigranten, die in den genannten Zeitraum nach Frankreich kamen. Und wie viele Ausländer kamen nach Deutschland? Berlin, EU. Bundesinnenminister de Maizière hat Mittwoch am Morgenmagazin des ZDF erläutert, dass Willkommens- und Ausreisezentren außerhalb Europas eingerichtet werden sollen. Der zieht wirklich Luft, der Typ. Die italienische Seenotrettungsmission Mare Nostrum hat, bei der mehr als 150.000 Menschenleben gerettet wurden, wird hingehend beendet. Oder wird hingegen beendet. Was wir eigentlich brauchen, wir müssen in den Transitländern möglicherweise so etwas wie ein Willkommens- und Ausreisezentrum machen. Der UNHCR könnte sie betreiben und dann zu entscheiden, wer geht zurück und wer kommt nach Europa. Sie werden sie fast alle durchlassen, es wird kaum einer zurückgeschickt. Der UNHCR ist die UN eine Unterordnung, da wird das Geld, naja, in ganz andere Sachen reingesteckt oder es verdunstet in einigen Taschen. Und die Einreise würde schneller gehen nach Europa, völlig klar. Und es würden nicht so viele Leute sterben, das wäre ein Vorteil. Aber es kommt dadurch noch mehr hier rein. Berlin. Der wissenschaftliche Dienst des Bundestages hat ein Gutachten erstellt, demzufolge Bundespräsident Gauck in seinen Äußerungen nicht ganz frei ist. Demnach sollte er jede Form von Nebenäußerung vermeiden. Selbst von einer Gegenzeichnungspflicht von Reden des Staatsoberhauptes, sei es in dem Papier mit dem Titel Äußerungsbefugnisse des Bundespräsidenten im Bereich der Außenpolitik, die Rede. Dem muss ganz einfach das Maul gestopft werden. In Gänze. Essen. In Hartz-IV-Prozessen dürften Verwandte bei Vermögensfragen nicht die Aussage verweigern, entschied das Landessozialgericht NRW. Man sieht, es werden mal wieder die Gesetze gebogen, wo wir dabei sind. Und sie gucken uns sogar mal an, so dreist sind sie. Wer dennoch keine Auskunft gibt, wird zur Zahlung eines Ordnungsgeldes verpflichtet. Na, das kenne ich doch. Während bei schweren Straftaten die Zeugnisverweigerung zutage kommen, gilt diese offenbar nicht bei Hartz IV. Naja, wenn man einigen Gruppierungen ans Geld will, die das verwalten, die das innehaben, wie auch immer, dann wird man höher bestraft in Deutschland. Oft als mit Mord oder Totschlag oder ähnliche Straftaten. Berlin, schützt eure Kinder vor den Grünen. Sehe ich auch so. Gewiss eine provokative Meinungsäußerung, aber das soll sie ganz bewusst auch sein. Die Grünen haben sich bereits 1980 in ihrem ersten Grundsatzprogramm für eine weitgehende Legalisierung sexueller Beziehungen von Erwachsenen mit Kindern und Schutzbefohlenen ausgesprochen. Mehrere Landesverbände fordern, Pädophilie aus dem Sexualstrafrecht herauszunehmen. Es geht noch weiter, sie wollten sogar Inzest zulassen. Und das wäre fatal gewesen. Karlsruhe. Bereits am 15. Oktober, wie jetzt bekannt wurde, hat die zweite Kammer des zweiten Senats des Bundesgrundgesetzgerichtes, namentlich die Richter Herbert Landau, Sibylle Kassav-Wulff und Doris König, entschieden, dass dann, wenn es um die Bildung von Kindern geht, Kindern dem Staat gehören. Das Urteil 2 BVR 920-14 ist auf den Seiten des Bundesgrundgesetzgerichts abrufbar. Die internationalen oder interessanten Absender finden sich unter den Randnummern 22 und 25. Deutschland. Eltern sind oft hilflos und überfordert. Sie kommen nicht mehr an ihre Kinder heran. ADHS, Computersucht, Dickleibigkeit, Magersucht, Komasaufen gehört längst zum täglichen Bild in deutschen Familien. Das ist eigentlich schade und es liegt immer an den Eltern. Und auch bei denen lag es an den Eltern. Was begegnenden Eltern ihren pubertierenden Kindern sagen sollen, was tun, wenn sie in der Schule nicht klappt, warum lassen sich die Kinder nichts mehr sagen? Altes Wissen ist verloren gegangen. In der Kindeserziehung führt das zu fatalen Folgen. Psychologenpraxen sind überfüllt, nicht nur Kinder, sondern auch die Eltern benötigen zunehmend fachliche Hilfe. Warum gelingt es vielen Menschen kein natürliches Miteinander mehr? Weil die Bindungen zerstört wurden, sagt der renommierte Kinder- und Jugendtherapeut Wolfgang Bergmann, der leider 2011 im Alter von 67 Jahren an Knochenkrebs starb. Wie recht er hatte, wird er heutzutage wissen, andere wissen es auch, leider die Büttel nicht. Sie arbeiten weiter, die Familienbande zu zerstören, auch über Nahrungsmittel, über Getränke und so weiter. Ist schlimm. Und es fängt im Kindergarten schon an, oder ganz genau fängt es schon an, nach der Geburt mit der Spritzerei der Babys. Die gute Nachricht: Der Virunga-Vulkan liegt im Grenzgebiet von Ruanda, Uganda und dem Kongo. Es ist die Heimat der Berggorillas, von denen es nur noch einige hundert gibt. Vor kurzem waren Forscher von Stony Brook University aus New York im Revier der Affen unterwegs und konnten eine ganz erstaunliche Szene beobachten. Sie sahen die junge Berggorillas Tierfallen entschärften und zerstörten. Eine solche Falle hatte zuvor ein älteres Tier aus der Gruppe getötet. 4 Junggorillas, die das offenbar miterlebt hatten, setzten daraufhin eine Falle gleicher Bauart außer Betrieb. Die Gorillas sind lernfähiger als bisher angenommen, also auch schlauer als angenommen. Und da behaupte ich weiter, schlauer als so mancher Humanoide. Und das war's mal wieder für heute. Wir werden sehen, was uns das Wochenende bringt. Ich glaube, es wird relativ ruhig bleiben. Wer Lust hat, wer Zeit hat, wird ein wahnsinniges Programm werden und es wird stramm durchgehen. 5., 6., 7. Dezember in Niedermoos. Schaut eben auf die Einladung. Ich glaube, wir haben eine tolle Sache und ein tolles Wochenende vor uns. Das wird riesig werden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, ich bedanke mich fürs Zuhören und wir sehen uns wieder. Euer Honigmann. Tschüss.